mit einem Zeppelin durch die Luft schweben. Der Traum von vielen Leuten könnte vielleicht schon gleich in Erfüllung gehen. 60 Jahre nachdem das der letzte Passagierzeppelin verbrannt ist, wird jetzt nämlich wieder so ein Luftschiff gebaut. Eine Schweizer Firma ist der erste Kunde und will schon in einem Jahr erste Personenflüge anbieten. Entwickelt und gebaut wird der Zeppelin zu Friedrichshafen in der legendären Zeppelin-Werk. Der Peter Höllriegel ist der. Wie Phönix aus der Asche ist er auferstanden, der neue Zeppelin. Mit unbrennbarem Helium gefüllt, soll er mit 12 Passagieren an Bord wieder durch die Lüfte gondeln. Start des Prototypen des Serienluftschiffs. In den legendären Zeppelin-Werken in Friedrichshafen bauen Techniker seit kurzem wieder Luftschiffe. In den gigantischen Hallen entsteht jedoch nicht einfach ein Remake der legendären silbernen Zigarren, sondern ein Hightech-Produkt. Erster Kunde des neuen Zeppelins, Christian Schultes, Inhaber der Firma Skyship Cruise. Luftschiffromantiker oder visionärer Unternehmer? Es hat angefangen ursprünglich bei der Faszination, wie man das gemacht hat, Beschaulichkeit vom Fliegen. Aber wir sind mittlerweile im Aufbau von dieser Firma sind wir dazu übergegangen, dass wir sehen, dass das ganze moderne Art von Kommunikationsmittel ist. Es ist heutzutage der Trend zu einer Grossflächenwerbung, beispielsweise verkleidete Häuser, die sie aber nur lokal machen können. Und mit so einem Luftschiff haben sie eben auch die Möglichkeit, so grossflächige Werbung zu verschieben und dort hinzubringen, wo auch Kunden sind, wo man das muss sehen. An Werbung dachte in den 30er Jahren noch niemand. Als Himmelsgondeln wurden sie bewundert. Als Kriegsluftschiffe waren sie gefürchtet. In nur 3 Tagen überquerten sie den Atlantik. Bis 1937 in Lakehurst die mit Wasserstoff gefüllte Hindenburg Feuer fing. 36 Menschen und die Träume der Zukunft der Luftschiffe gingen in Flammen auf. Seither hat sich die Technik weiterentwickelt. Das Gerüst des neuen Zeppelins besteht aus ultraleichten Aluminium- und Kohlefaserbauteilen. Gewicht nur 800 Kilogramm. Neueste Technik auch im Cockpit. Wir sind hier in einem ganz modernen Cockpit. Sie sehen, es wird gesteuert mit einem Fly-by-Wire-Side-Stick, wie bei der modernsten Linienjet, die wir haben. Es hat Bildschirmanzeigen, ganz normale Fluglagegeräte. Sie haben hier den Horizont, sie haben hier die Kurskreisel. Und dann haben wir hier ganz spezifische Luftschiffinstrumente, die beispielsweise das zeigt, während dem Flug den Windvektor an. Sie sehen hier die Aussteuerung von den Steuerflächen. Und wenn Sie hier rechts gehen, sehen wir das Display vom GPS, also vom Global Positioning System. Innovative Konzepte auch beim Antrieb. Schwenkbare Heck- und Seitenpropeller erlauben präzise Start- und Landemanöver und Fahrten selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten. Ein anderes zukunftsweisendes Luftschiffprojekt. Der Cargo Lifter. Die Idee? Ein fliegender Kran für schwere Lasten. 5-mal so lang wie ein Jumbojet und 500.000 Kubikmeter Helium im Bauch. Damit kann der Riese 160 Tonnen heben. Über dem Zielort angekommen, wird der Cargolifter verankert und kann zielgenau seine Fracht abladen. Ballastwasser aus Tankwagen gleicht den Gewichtsverlust aus. Es wäre ideal, Sie könnten am Werk die großen Brocken, die schweren Brocken direkt aufnehmen, transportieren sie nonstop bis zur Baustelle in Indien, China oder wo auch immer und setzen sie quasi aufs Fundament ab. Das ist die ideale Lösung, das ist die Idee des Cargolifter. Wie beim Zeppelin werden auch beim Cargolifter Hightech-Werkstoffe verwendet. Ladekran und Antrieb werden vorläufig noch am Experimentalluftschiff Joey getestet, das gerade eine Ehrenrunde um die gigantische Halle dreht, in der nächstes Jahr sein großer Bruder gebaut wird. Ein weiteres visionäres Konzept, das Stratosphärenluftschiff, entwickelt an der Universität Stuttgart. Das Luftschiff soll zukünftig teure Satelliten ersetzen. In 20 Kilometer Höhe stationiert soll es als Träger für Mobilfunkantennen dienen. Somit könnten riesige entlegene Gebiete abgedeckt werden. Solarzellen versorgen die elektrisch angetriebenen Propeller mit Energie. Mithilfe von Satellitennavigation soll das Luftschiff seine Position halten. Eine weitere Einsatzmöglichkeit: die flächendeckende Beobachtung von Waldbränden durch Infrarotsensoren. Für Projektleiter Bernd Kröpplin soll das Stratosphärenluftschiff bald Realität werden.
Solche Luftschiffentwicklungen sind relativ schnell im Verhältnis zu Flugzeugen. Ich denke, dass ein Prototyp vielleicht in ca. 5 Jahren fliegen könnte. Zurück zu dem am weitesten gediehenen Projekt, dem Zeppelin und seinem Schweizer Kunden. Wann werden die ersten offiziellen Passagiere in die 12-plätzige Gondel steigen und durch die Schweizer Lüfte fahren können? Den Rollouter warten wir für den Herbst, Herbst 2000. Es gibt eine Nachzertifikation, weil sich Serienluftschiff ganz leicht vom Prototyp unterscheidet und im Verkehrssetzung wird im März, April, Mai 2001 sein. Bis es soweit ist, wird der Zeppelin noch weiteren Tests unterzogen.